einen Ding, das ist nicht sehr bequem. Jetzt geht's hoch, Achtung. Jetzt dreh ich die Kippe. Einmal rundherum. So, jetzt bitte wieder um die andere Richtung. Bitte fall dabei nicht um. Das schlechte Wetter konnte das Benefizkonzert mit dem Titel Musik lässt Narben heilen nicht trüben. Freien Eintritt wurde Frankfurter Kindern ein fröhliches Mitmachkonzert dargeboten. Begeistern konnte das Publikum Kinderliedermacher Bernhard Fiebig, der seit 25 Jahren Konzerte für Kinder gibt. Naja, das war so, dass ich eigentlich zunächst für meine eigenen Kinder Musik gemacht habe und als die dann ins Kindergartenalter gekommen sind, das war so Anfang der 90er Jahre, habe ich dann begonnen, also habe ich für sie zu Hause eben einige Lieder geschrieben. Und dann hat das begonnen, dass ich auch für andere Veranstalter, für Schulen, Kindergärten gespielt habe. Und dann habe ich das sehr schnell als Beruf, habe ich umgestellt auf Hauptberuf. Und seitdem bin ich unterwegs und singe diese Konzerte. Und wenn das Gasthaus zu hat, dann müssen die Kinder kochen. Geht's so, Google, veranstaltet wurde das Konzert vom Eltern-Kind-Zentrum Frankviertel. Mit Hilfe vieler Unterstützer und Sponsoren aus dem Stadtteil fand das Spektakel kostenlos statt. Weil in Frankviertel einfach Kinder sind, die aus sozial schwächeren Familien kommen und damit einfach jedes Kind, egal ob sie es leisten kann oder nicht, der Musik hören kann und einfach eine schöne Zeit hat. Das ist mir das Wichtigste. Ich mache das Programm übrigens auch für die Großen, also für die vierte Klasse, das ist kein Problem. Bernhard Fiebig war früher Lehrer und weiß, wie man Kinder zum Mitmachen motiviert. Ja, ich singe derzeit 6 verschiedene Programme mit meinen Liedern. Ich singe nur ausschließlich eigene Lieder, ich singe keine fremden Kinderlieder, also alle Texte und die Musik ist von mir. Und ich habe da kein spezielles Lieblingsprogramm. Ich spiele jedes Konzert ist für mich eine große Herausforderung und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich aufstehe in der Früh, dass ich ein Konzert habe und ich kann mir eigentlich keinen schöneren Beruf vorstellen, als Kinderliedermacher zu sein. Kinder wollen Frühling, wollen lustig sein.
Mensch.